Solange schauen wir aber auf eine Frage, die uns auch schon jetzt weltweit beschäftigt. Und zwar der vermeintliche Tod von Wagner-Chef Prigozhin. Was ist da passiert? War er wirklich überhaupt an Bord des Privatjets? Und wie genau ist es zu diesem Absturz gekommen? Die USA gehen jetzt nicht mehr von einem Raketenbeschuss aus. Darüber würde es zumindest bisher keine Informationen geben. Ganz genau, für wahrscheinlich halten US-Geheimdienste eine absichtlich herbeigeführte Explosion. Und dazu würden auch Aussagen einer Flugbegleiterin passen, die sich vor dem Abflug noch über Arbeiten am Jet gewundert haben soll. Das soll der Privatjet von Prigozhin sein. Auf Telegram wurde dieses Video veröffentlicht. Angeblich steht die Maschine für 5 Millionen Euro zum Verkauf. Zwei potenzielle Käufer sollen sich auf das Inserat gemeldet haben. Angeblich haben sie sich den Privatjet genau an dem Tag des Flugzeugunglücks angesehen. Auf Telegram heißt es weiter, dass die potenziellen Käufer nach der Inspektion den Flughafen ruhig verlassen haben. Dann bestieg Prigozhin den Privatjet, wenig später kommt es zum Absturz. Eine russische Oppositionswebsite vermutet eine Manipulation des Flugzeugs. Sie berichtet von einer Flugbegleiterin, die bei dem Absturz ums Leben gekommen sein soll. Sie habe vor dem Abflug in Moskau ihrer Familie Bescheid gegeben, dass sich ihr Flug wegen einer Inspektion verzögere. Dabei könnte der Privatjet manipuliert worden sein. Davon ist das Pentagon mittlerweile auch überzeugt, schließt gleichzeitig eine Theorie auf jeden Fall aus. Zunächst einmal ist unsere erste Einschätzung, dass Prigozhin wahrscheinlich getötet wurde. Es gibt viele Meldungen darüber, dass das Flugzeug mit einer Art Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde. Wir glauben das nicht. Hierzu gibt es keine Anhaltspunkte. Viele Experten gehen mittlerweile davon aus, dass es zu einer Explosion im Flugzeug gekommen ist. Ich gehe von einer Bordbombe, eine sehr kleine Bombe, strategisch platziert, vielleicht in oder in der Nähe des Cockpits. Mittlerweile hat sich auch Russlands Präsident zum Flugzeugabsturz geäußert. Putin hat den mutmaßlichen Tod von Prigozhin indirekt bestätigt. Was die Luftfahrttragödie angeht, möchte ich zunächst den Familien aller Opfer mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Ich kannte Prigozhin schon sehr lange, seit Anfang der 90er Jahre. Er war ein Mann mit einem komplizierten Schicksal und er machte schwere Fehler im Leben. Fehler, die ihm wohl das Leben gekostet haben. Putin hat angekündigt, den Absturz umfassend aufzuklären. Eine offizielle Identifizierung der insgesamt 10 Absturzopfer steht bisher noch aus. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.